Ja. Hi. Was? Warum liegt da kein Rückwärtsgang ein? Bin ich kaputt? Ne, ich habe gerade mein Lenkrad ein bisschen umgestellt. Vielleicht geht es jetzt besser. Möchtest du Geld verdienen? 11,2 ist mein höchstes. Ja, dann mal los. 11,277. Okay. Frachten, laden. 4 Stunden und egal. Mach mal meine Fracht wieder kaputt, weil durch die Dinge. Doch, meine ist jetzt. Gleich wieder Minus. Ja, nur weil ich den rausgefahren bin vorhin, ne? Dann, ja, wenn du durch die Gegend fliegst, habe ich auch gerade 8% oder so gehabt. Hat das angezeigt, echt? Ach schon, weil der durch die Gegend, also ich auch gespawnt noch. Oh, wir sind zu dritt uns aber. Ja, jetzt fangen sie an, langsam mich zu finden wieder. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht als Bornpunkt die ganze Halle benutzt haben. Dann machen sie es lieber so, dass alle aufeinander stehen und dann man einen Frachtschein bekommt, ohne dass man das verhindert. Na gut. Man könnte sich immer mit den Entwicklern in Verbindung setzen oder so. Oh Gott, bei solchen kleinen Streamern wie mir und dir, wird da nichts werden. Ja, ich habe mir gerade schon reingeschrieben, wie ich dafür stand. So, welche ist meine, welche ist deine? Ja, das kannst du dir jetzt, keine Ahnung. Sehe ich, wenn ich durchfahren kann und anheben kann. Ah, das war meine, okay. Wir fahren durch geschlossene Tore. Hallo Geist. Ja. Aber das tut mir aus, keine Ahnung. Ich hab meine. Warte, bist du kurz weg bist oder so? Das wäre Vielleicht. nicht. Durch die Gegend. Aber ich darf mir sagen. Der ist weggespawnt. Ein bisschen Platz haben. Stopp. Stopp auf und stopp.
bisschen daher, ja. Achtung, Baustelle. Ich finde es geil mit den Doppelanhängern. Ja. Ich habe überlegt, dass vor Jahren die HS2 oder das angeblich so schwer getan hat, dass das gar nicht funktioniert und bla. Sehr merkwürdig, dass das mittlerweile jeder schafft. Also ja, und Road hat es ja auch gemacht. Nee, vorgemacht. Ja, aber unsere World ist ja auch ein kleines, Ja eben, aber die sind trotzdem hinbekommen. Und SES für Jahre lang. Das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht. Ja, irgendwie müssen sie ja hinbekommen haben dann. Ja, aber wo wir sie dann müssen. Wer wäre unsere Rolle nicht gekommen, wäre bis heute nicht drin. Ja. Wir müssen abfahren. Ich bremse. Entfernt auch nicht. Vielleicht nur 80. Ach, morgen wird dann wieder die Dings gefüllt, ne? Die. Ich hätte das Fachwerkhaus. Ist das war jemand überlegen für den? Hm? Ich kaufe mir den so einen Wohnwagen oder so, was weißt du denn? Denkst du was? Nochmal bitte. Da kaufe mir den so einen Wohnwagen oder irgendwie sowas. Wir müssen irgendwas für den machen, wenn er weiter so macht. Ja, ich habe ihn jetzt zugesagt gehabt, sehe es von meiner Seite aus halt eben, dass ich ein Haus finanziere ihn. Ja, gut. Also sprich, dass ich ihn. Ja. Also ich kaufe mir einen Wohnwagen oder irgendwas, ich will alles nicht. So viel wie der macht, halt ihn. Ja, aber so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ja, natürlich, ist ja auch super, aber ich hätte nie gedacht, dass das noch jemand auf der Insel das gibt. Also, ich sag mal, aufgrund dessen, dass er ja schon eine Rolle hat, will ich halt eben dann sagen, okay, dass wir ihn oder ich ihn dann in ein Haus baue. Also sprich, über die ganzen Kosten übernehme.
die da entstehen. Beziehungsweise, hat er mir auch geschrieben, ihr habt erstmal Lagerhalle fertig und dann sehen wir weiter so ungefähr. Ja, wirklich. Wir haben Bewahrungskasten, damit die Rohstoffe hinbringen. Lagerhalle, also ein Lager und später das Bauhaus und dann kostet ja. Aber anders machen die anderen Baumteams das ja auch nicht. Die bringen alle Rohstoffe in die Lagerhalle für ein ganzes Haus und machen dann das Bauhaus. Ja. Also auf der Wikipedia-Seite steht ja da steht ja drin, wie viel Rohstoffe du brauchst. Da reinlagern. Oh, wieder so ist denn da. Ich hoffe nur, der baut ein Geschäft hat, weil das ist wirklich einfach zu bauen und nicht das andere machen. Ja gut. Das ist mir dann auch scheißegal. Ja, aber das andere war halt. Da waren da glaube ich blöd oder Plastik oder was da irgendwie. Das war wieder richtig gut. Beim Shop, beim Geschäft hat es dann viel schneller bin. Ja. Aber muss er selbst haben. Hast du ein Doppelstockding, weil alles andere ist. Weil da bricht sie ein und hat alles weg. Dein Haus. Die haben letztens auch bei uns wieder oben geballert. Ja. Alison Burger. Ich weiß nicht, ob du das Video verfolgst. Ja. Ich generell nicht vielleicht. Tankstelle Ostersund. Feierabend. Unser Haus, oder mein Haus, von Dings war zu sehen dann. Du merkst Skript TV nicht an. Wer nichts anderes kann. Aber ich finde es trotzdem schön, dass unsere Häuser irgendwo zu sehen sind. So. Solange sie in den Häusern nicht einbrechen. Bin ich zufrieden. Obwohl dürfen sie ja eh nicht. Aber wenn wir da sind, sind hier keine sechs Leute da. So, wo müssen wir denn hier? Ach da, okay. Immer schön dran denken, Motor. Was ist das Sprit hier? Frachtbeschädigung 9%, minus 2 Dollar. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das ging am Anfang, weil das alles so eng ist. Die springen halt, wenn wir spawnen, durch die Gegend. Das ist halt das Problem. Okay. Ein Park nennt sich das. Ja, du kannst es besser als ich. Ja, die sind 10% diesmal so. 489 Dollar. Ja, läuft. Wie viel? 489. Plus. Minus. Minus? Ja, also von Abzug habe ich jetzt 10.000 irgendwas bekommen. Okay. Nächste Fracht. Ja, komm mal, gut. Weiter. 26.000 habe ich mittlerweile. Und los. Alter, ich bin schon bei 4 Stunden, 20 Minuten. Brauchen wir da noch ein bisschen machen? Ich habe, du hast ja gesagt gehabt, ich gehe was essen. Ja. Ich dachte, gut, okay, in einer halben Stunde ist ungefähr zurück. Anderthalb Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Mein Gott.
Ja, ich will mitfahren. Oh Gott. Aber bevor du vielleicht ein Fahrzeug belädst, ist es besser, wenn ich das mein eigenes erstmal belade. Ja, dann mach mal. Dann sag Bescheid. Ich hoffe, das geht. Wenn du schon drin bist in der Halle, dann mach Ich mal bin in eben. der Halle gerade. Und dann mach du zuerst. Dann warte ich hier. Im wunderschönen Menü. Muss mir die Strecke angucken. Wir fahren da. Ne, da fahren wir los. Rüber. Über das Logistikzentrum. Über die halbe Insel. Beim Trocken und dann. Nächste Woche kommt ein Lego bauen bei mir. Live. Okay. Ja, mal los. Ich brauche nur eine zweite Kamera. Dann, mal los. Ich weiß nicht, wo ich die hingepackt habe. Ahnung. Das Spiel läuft bei mir bei 40 FPS, ne? Übrigens. Ich habe mir auch bei Arma 3 jetzt halt eben von Micha Cordes, da hat ja auch so ein Video gemacht, halt eben, wie man die Grafikeinstellung ungefähr hinkriegt. Dass es relativ flüssig läuft. Habe ich auch gemacht gehabt. Hätte mal ab auf die Insel, ne? Ne, jetzt nicht. Du kommst ja nicht mit. Ich hänge fest. Scheiße. Das hatte ich aber auch noch nicht gehabt. Kann ich das Ding irgendwie zurücksetzen? Ja, aber wie viele Meldings auf dem Server sind? Zwei. Hier? Zwei. Ja, machen wir plus eins. Drei. Ja, raten wir, wie viele davon Ersthelfer sind, also dann Schildhelfer. Zwei. Ja, richtig. Und ich habe mich festgefahren. Scheiße. Was? Die werden fertig kriegen, was? Wie Ich, geht's dir? ich, Wie war dein Tag? ich. Ja, Junge, weißt du, wie lange das her ist? 7:23 Uhr. Was du da? Ist der Fahrzeug zurück? Ja, wie denn? Ja, Escape, keine Ahnung, wie das ging. Escape, Löschtaste, ich weiß es nicht. Ach so. Welche Lust von ihm? Okay, jetzt hat mein Lenkrad einen Knall, okay. Ah, ich brauche eine Halterung, eine vernünftige. Mein Lenkrad rutscht ja halt eben wieder weg. Das Gaspedal und so. Ich habe mich schon gewundert. Und es hängt. Wie viele RC sind noch da? Wenn Server 2 da ist, bin ich sofort da. Er ist auch, aber da sind auch zwei drauf. Ja, und Leutnant und wie Einwohner? Auf 2? Hm? 10. Wer ist denn auf der 2 drauf? Leutnant und keine Ahnung, wird noch nicht angetestet. Ich glaube, ich oder so. Ja, du kommst ja in die nicht mit. Dann von da lasse ich. Ich gehe morgen früh da drauf und gut ist. Ich mache früh meine Stunde und gut ist. Ach, du jetzt auch Nummer 2. Hä? Ach, dann Nummer 2 jetzt oder Nein. anderthalb. Nein. Nein. Du kommst ja nicht mit. Von daher. Nee. Was will ich denn jetzt damit? Ja, was will ich da? Ja, so. Kann ich Können den Anhänger wir klauen? was machen? Können wir mal Stein holen oder Holz machen eben oder? Nein, kann ich nicht. Ab 23 Uhr.
Bei 30 Leuten jung, nicht die. Ja, geladen. Also ich mach definitiv morgen Holz. Einen ganzen LKW voll. Ja, ich weiß, brauchen wir nochmal Stein, auch können wir das Stein mal verhaben. In Reserve benutzt. Ja, ich weiß ja nicht, was jetzt bei mir im großen Haus drin ist, im Geschäftshaus. Ja, nur das möchte ich dann behalten, falls wir den Stein haben, falls wir für Hausbau, also für die Lagerhaltung auf Stein brauchen. Ja, da schon mal Reserve haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal Stein brauchen, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Brandt hat sich eigentlich auch momentan sehr zurückgezogen, oder? Ja, extrem. Also den sehe ich eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr drauf. Oder ist nur eine Einbildung, weiß ich nicht. Ja. Wenn ich mal gucke, ist ehrlich. Ja, ja, guck mal, weiß nicht warum. Ja, gut, er hatte ja eigentlich Azubis, aber. Gut? Ja, wir können theoretisch schauen. Wenn ich irgendwo meinen richtigen Ausgang finde. Hä? Muss man aus? Okay. Achso, okay, direkt nebenan. Ich bin jetzt Bus. Hallo, einsteigen. Bus. Einsteigen. Ich beruhige dich, ne? Ja, warte. So, jetzt habe ich den Lenkrad auch nicht eingestellt. Perfekt. Ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Die kleine Runde.
gibt doch Gas. Ja, das müssen wir bei den LKW so ein bisschen mehr, aber... Achso, wie geht das, weil wenn mein LKW da auch einmal auf Null ist, dann dauert es immer. Seht ihr mal wieder. Echt. Nicht fragen, fragen, fragen. Bitte nicht klippen, danke. Ist mein Anhänger noch hinten dran? Keine Ahnung, ich bin vor dir. Ja, da ist er noch hinten dran, okay, perfekt. Ich glaube, das geht noch nicht ab. Ich hab gerade ein bisschen zu tun mit meinem Gaspedal. Okay. Weil das auch hin und her rutscht. Wie kann ich das festmachen? Ja, aber lass es nach unten liegen, der rutscht sonst. Denkst du? Das ist die allerbeste Liste. Ja, dann ist halt ein Rutschding so. Da kommt ja einfach so schwer und man weiß auch nicht, wie viel Schwer. Ich hab mich endlich das Senkrad fest. Mit Feuchtigkeit etc. Jetzt rutscht mein Gaspedal. Ja gut, aber du kaufst dir doch einfach solche Locken, die man drunter machen kann oder Dinge. Die läuft ja auch und weiter. Der hat ja Saugknöpfe. Ja, aber hoffentlich sind die nicht mehr. Ja. Oder solche. Nee, Saugknöpfe ist falsch gesagt. Saugknöpfe sind direkt unter dem Lenkrad. Aber solche Anti-Rutsch-Dinger eigentlich. Ja, die muss ich die mal erneuern, gibt's ja auch. Keine Ahnung, für 2 Euro. Nix. Ich brauch ganz normal. Ist er hinter mir oder was? Ja. Halt nur 80. Gib Gas, LKW. An. Ich muss noch ganz kurz die einen Tanke ranbauen zur Werkstatt. Ich muss ganz kurz gucken, ob es daran liegt, der ganze Zeit Schaden berechnet bekomme. Ja, ist kein Problem. Also ich stehe fast hier, also passt schon. Wann der Werkstatt steht? Ja, ich lass mal bei den Lenkradhalterungen halt eben von meinen Kollegen bauen. Anhänger abkuppeln? Also wenn er kaputt wäre, dann wollte ich jetzt was aufwählen. Da muss ich Anhänger jetzt abkuppeln, bevor ich repariere. Du musst abkuppeln. Also ich bin da drauf und da kommt nichts an. Dann ist nicht kaputt. Vielleicht. Wirklich. Eigentlich würde ich an den Spawn halt. Dass das ich will keine Garantie übernehmen, ne? Also. Ja. Weiter. Bist du? Also ich fahr. Bei mir kriegst du wenigstens Schock und Katastrophe und so. Guck mal, ich hatte sogar einen Verkehr an. Rammt Auto weg. Wie jetzt Auto wegrammen? Da so steht eigentlich bei mir. Hier stehen auch wieder 3 Autos mit auf der Autobahn. Ja, mach es einfach. Kein Stress. Mal rumstehen.
gibt doch Gas, du LKW! Ich will einen Kuhn oder was? Ey, ich geb ständig voll Gas und nix ist. Du hast gerade bei meinem Rückspiegel in den anderen LKW gerammt. Ja. Also. Ich hab ja den roten Smart wieder, wo immer das Telefon macht. Ja, aber gerade auch schon mal. Der ganze. Super, du bist noch ein bisschen stärker. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, aber das Auto. Scheinbar. Hallo, ich tu mal ganz kurz in den Sportplatz fahren. Macht nichts. Lasst mich raus, danke schön. In den Spielplatz? Quasi. Einfach okay. Rechts abbiegen. Ich hab zu spät gemerkt, dass ich rechts abbiegen muss. Links abbiegen. Ja, jetzt hier links, ja. Dann auch. Aber ja, da habe ich doch viele Scheinwerfer, bringt gar nichts. Ich weiß nicht, ob man Fernlicht einschalten kann. Auf jeden Fall wird das einer meiner längeren Videos werden. 4,5 Stunden, ey. Ja, kannst du ja auch teilen. Meine ja. Meinung? Nee, scheiße, ich bin falsch. Fahr bitte geradeaus. Dann so, fünf noch eine weiter. Das verwechsel ich öfters. Ja, so ganz eindeutig ist es auch nicht. Was? So ganz eindeutig ist es hier auch nicht. Ja. Vorne hinten. So. Mal hinstellen. Wollte ich einfach hier viel angenehmer finden als in ETS 2. Wir brechen die Anhänger nicht dauernd weg und sonst wird. Ja gut, du hast aber keine, ja, egal. Du hast ja bei das hast du aber bei 0%, juhu. Aber wir müssen ja wirklich sogar noch einzeln machen. Ja. Machen wir wirklich einzeln, weil das wir warten, alles. Bis auch noch fertig ist. Der Mittel mal, wo er hier noch irgendwie an. Steuerung. Headlight. Horn. Engine Start, Kamera. So. 5% Schaden! Juhu! Ja gut, das hat ja deine Ausbildung ist gut. Das geht aber eigentlich. So, wo gibt's den nächsten? Also hier gibt's nichts. Oh, jetzt musst du dann das Licht auch eigentlich. Bitte?
Dann reicht der Licht dann doch. Reicht er dann doch. Dunkel werden. Sei ich links oder rechts? Keine Ahnung. Machen wir links. Scheiße, war nix. Ey, das ist absolut tote Hose. Hier muss man nochmal links und dann nochmal links. Achtung, Baustelle. Ach, hier sind wir wieder. Zoom. Auch Franco. Perfekt. So. Ja. Genau, perfekt. 11.000. Oh, rat mal, wie viele Medics jetzt da sind. 700 Leuten. 7 6 5 4 3 Bitte warten Sie. Ich in Mitte. 3 Bitte warten Sie. Ich in Mitte. Nein. 2 1 0 Richtig. Hä? Ist das euer Ernst? Wir haben einstellig und kein Medic mehr da. Und die RC? Also was ich mich frage, warum bemerken sie die DMs, die kommen für Manager nicht mehr? Warum merken die nicht, dass da immer schief läuft? Ja gut, keine Ahnung. Also du siehst wahrscheinlich, was ich angenommen habe, ne? Ja, ich bekomme mal so ein Fenster, also ich kann entweder zustimmen, mitfahren oder nicht. Und dann sehe ich halt einfach nur, die Aufträge, also die zu deinem Ziel führen, wenn sie ich nicht, dann kann ich halt auswählen, welche ich davon fahren will. Ich beeile mich mit Beladen. Ja, machen wir. Ich bin aber auch vorsichtig. Ja gut, da... Ja gut, der Strafschein jetzt eben wird wahrscheinlich erst einen grünen Ausflug herführen. Ne? Ja, wie öfters. Aber wahrscheinlich muss der wirklich dann warten halt eben, ne? Bis der eine und der andere fertig ist. Was ich auch nicht verkehrt finde, weil es ja irgendwo realistisch ist. Weil du kannst ja gemeinsam eigentlich beginnen zu laden, die Fracht. Weiß ich, man. Aber wenn die Polizei übernimmt, sowieso wieder nur Leute aus zwei Fraktionen. Jetzt ist auch keine neuen aufnehmen, nur zwei Fraktionen. Warum noch machen? Ich habe keine Zeit dazu. Auf mein Web? Nein. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher zu dem nächsten Mal gehen. Okay. Aber dazu muss ich Rang 4 werden, habe ich keinen Bock. Nur wegen zu dem Medic zu gehen, Rang 4 zu werden, nö. Und das, was wir vielleicht mal machen könnten, 24 Stunden Praktikum oder so. Oder 12 Stunden Praktikum. Wann? Achso. Das können wir vielleicht mal machen, wenn ich mal Urlaub habe oder so.
dass ich halt eben die ganze, denn die ganze Stunden, Wochen von meiner Seite halt eben aus mache. Und dann halt, obwohl, nee, geht auch nicht. Scheiße. Urlaub auf und drauf, fertig. Ja, ich weiß nicht, ob sie das so genehmigen. Warum es das keine Gabe so angibt. Wenn ich Urlaub habe und dann Praktikum bei den Medics habe, dann sagen sie, warum können sie nicht eigentlich bei Dings. Du hast ja auch ein Recht auf Chip-Urlaub, natürlich hast du das. Da können sie nicht einfach so sagen, nee, ist nicht. Ja, ich bin da vorsichtig, ich weiß nicht. Ja gut, auch, wir können ja nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwas zu verlieren, das ist mein Problem. Weißt du, wie ich meine? Jawohl, das kann man machen. Ich hatte die Fracht eigentlich drin gehabt, aber auch nicht. Ja, so. Ist mal nur so eine Idee, halt eben als Praktikum, Praktikant halt eben mal so 2 Stunden oder so mitmachen. Ja gut, du musst halt nur Leute für die Swift dabei sind. Ja, du. Ja, das hängt davon ab, welche Schicht man macht. Hier und wann. Ich sag mal, von 11 Uhr bis 23 Uhr oder so. Gut, da will ich ja zwischendurch Pause machen und alles, ne? Ja, lässt mich zwischendurch fahren, das passt schon. Vielleicht ich den Patienten nicht umbringen. Okay, kannst. So. Wollte ich haben, den hier. Unfall zu bauen beschädigt die Fracht. Jetzt mal Bescheid. Ja, dann, ich werde den Rack halt eben gesagt nicht aufgeben. Ja. Das ist mein Problem. Weiß nicht, munter, ne? Ja. Okay, gut. Da brauch ich nichts bestellen. Naja, ich wollte gerade, hatte gerade einen Gedanken, bei der Pizzeria zu bestellen oder so. Achtung, haben die so montags? Ja, die haben montags zu. Jede Pizzeria bei uns. Ja, das glaube ich. Wahnsinn. Montag ist ja, weil die Leute doch auch liefern. Anstatt einer am Montag aufmacht, der nächsten und Dienstag. Egal. Wenn einer am Montag aufmacht, macht er so viel Plus. Rein theoretisch. Ja, nee, ich glaube, sonntags machst du nicht mehr. Auf der Pizza nicht. Ist ja egal. Mach ich dann mal ganz kurz meinen Nudeltopf Teller. Mach doch. Ah, mach mal die Tour noch oder was? Und dann ist Pause oder wie? Wir können noch weiterfahren. Dann machst du Mitternacht oder was? Aber wäre mir doch gar nicht zu spät.
Wann? Hätte ich das vorneweg gewusst, hätte ich schon 12 Stunden Stream angesetzt. Mach mal. Ja, vergiss es. Ich gehe jetzt in die fünfte, in 9 Minuten die fünfte Stunde. Ja, wenn du noch eine Stunde machen hast, die Hälfte schon um. Yeah. Vergiss es, ich muss noch nebenbei schlafen. Irgendwann mal. Gut. Ja, meiner Sicht ist die hier. Ich sag doch Bescheid, ey. Woher soll ich denn das wissen, dass du fertig bist? Hat doch gehupt. Du hast nicht gehupt. Ach. Kam bei mir nicht an. Hab ich schon gesehen. Wieso einiges? Aber ja, danke für den Machtschaden. Wer? Ich? Ein Auto voll Leiter reingekrankt. Ja, yeah, ich bin einmal nicht dran schuld, ey. Ich mach gleich 3 Kreuze im Kalender. Aber wenn es 3%, die ich wieder bekommen habe. Wo ich über eine rote Ampel gefahren bin, war ich da. Ja, ich hab Auto vor mir. Ja. Ich lasse Abstand. Ist Sicherung. Abbremst. Ich fahr weiter. Der biegt links ab, ich rechts. Super. Uff. Das ist eine Baustelle. Echt? Wo? Ja, den du gerade durchfährst. Vielleicht. Ah, diesmal smart, alle. Er fährt ab und nicht um. Warum? Weil er mit 20 km/h ja die Autobahn hochdackelt. Ja, ey, besser wenn ich zu schnell fahre. 1000 Unfälle bauen. Ja. Bleib auf deiner Spur, du Depp. Heil jüt. Der KI hier. Ich dachte schon, du meinst mich. Kann mal Gas geben, ich hab dir hochkommen. Dachte ich.
Das ist die falsche Leitung. Danke! Für die Info. Sehr nett. Aber rein theoretisch kann ich eventuell rückwärts draufhauen. Du kannst hier drauffahren, du kannst fahren und hier wieder drauffahren. Der Stelle hier, wo ich stehe. Okay. Ja, sorry, nach knapp 5 Stunden kann man das auch mal verzeihen und so. Für deine Fahrt. Vorher einlenken wäre ganz gut. Ja, ich habe gerade Außenperspektive, Junge. Gut. Hast du vom Genkonto genommen, damit ich ja wieder einzahlen kann? Gar nichts. Hä? Hast du letztens bezahlt oder nicht? Oder ist das aus eigener? Aus eigener Tasche habe ich alles bezahlt. Ich wusste zwar, dass die 900.000 da sind, aber mehr, ich habe erstmal. Ich bin sogar mehr drauf als 8 oder so was. Echt? 1,5, ich weiß nicht. Egal. Also ich sag mal, wie gesagt, ich wusste nur, was sind die 900.000, aber ich habe erstmal lieber den Golfwagen bezahlt und halt eben nochmal diesen Ural, den der Kollege allerdings dann doch hatte. Naja, egal. Aber ich habe noch nichts abgehoben. Ja, gut. Apropos. Nix, fahr geradeaus. Wer möchte vorwärts nicht, ja. So. Ich war gerade irritiert. Nein, die 900k, die drauf waren, sind eigentlich auch noch drauf. Ja gut, aber ich glaube, ich zahle alles, was ich über 16 habe, dann irgendwann mal drauf. Okay. Dass man da doch mal irgendwas hat. Ja, das Problem ist, lange bin ich pleite. Ja, muss man in Dienst kommen. Oder halt mal was verkaufen. So ein Frankfurt oder so. Ja, was soll ich denn jetzt verkaufen? Weiß ich nicht, wo der Leben oder so verkauft hat. Also Ziegen. Das ist auch eine gute Tour, oder Zement ist auch sehr einfach. Ja, ich würde eigentlich mal Kupfer machen, eigentlich, oder Diamant. Dann halt eben. Ja, Kupfer brauchst du nicht machen, das brauchen wir selbst. Das musst du in die Bauhaus packen, das ist keine gute Idee. Aber ich würde das halt eben eigentlich erst machen, wenn wir das Lager, die Lager alle fertig haben. Ja, oder wir noch ein paar Wochen dauern. Ich weiß nicht, wie nervig die Kupfer, wie viel Kupfer man rausbekommt, keine Ahnung. Ist dann noch schwerer als Eisen, weil da kriegen wir da auch nicht so viel raus. Kupfer musst du am besten über die Todesbrücke, weil du bist am schnellsten. Vergiss es, ich war über Ballenfeld hoch. Kupfer musst du dann aber nicht über Weinfeld zu. Ja. Achso, du willst so fahren, okay. So.
Aber von Restream ganz, also der Chat haut auch nicht mehr hin. Finde ich. Ja, das ist halt. Teilweise, wenn ich nachher bei YouTube drauf gucke, habe ich mehr Aufrufe, als was mir in den Chat angezeigt wird. Ja. Das sieht ja nicht wirklich gut. Ist aber eigentlich auch schade, dass er halt eben nicht alle schreiben. Da machen wir das. Alpha. Es hat geschickt. Ja, so, jetzt ist raus. Möchtest du ein gemeinsames Ziel? Richtig, das. Richtig. 9000, willst du? 10.000 krieg ich dafür. 9.000. Oh, tut mir leid. Da kommt keine Ahnung über die 8700, wo ich nicht noch Anhänger bin. Pfff. Wenn's zum gleichen Ort geht? Wenn ich mit Anhänger, aber es ist halt nur 1000 mehr. Nee, dann nicht mal 700 mehr. Ich fahr mir das. Ja, nur mit dem Ding. Ach, wie teuer ist der Container-Ding? Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ins Cardio oder mal anzunehmen für 160.000. Letztendlich, wo ich drauf bin, hatte ich dann eine Auswahl und habe den Volvo genommen. 116, oder? Nee, für 70.000 habe ich den Volvo genommen. Aber du kannst gerne auch den höheren nehmen. Wenn du gerne so weit bist, dann können wir gerne auch die Tour noch fahren. Ja, ich bin. Ja, ich zeig mir nicht an, wie viel das hier ist. Wo ist denn der? Rechts oben. Ja, ja, alle Fahrzeuge, aber da steht nicht, wie teuer der ist. Dann muss ich in die Garage. Egal, mach noch. Ich hab eh nur 78, reicht eh nicht. Mach mal bis 120 oder so. Obwohl, hier müsste eigentlich genug sein. Eigentlich müsste ich nicht anders vorne. 70.000 müsstest du eigentlich genug Geld haben dafür. Ah, ich werd doof. Ich hab die Auto abgebrochen. Nein. Junge. Egal. Ich sehe das nicht verbissen, dann ist es so. Mein Gott. Da hast du also jetzt keinen Zugriff oder Möglichkeit, irgendwie einen anderen Auftrag zu machen. Ja, doch, einer kann ich noch nicht fahren, wenn ich fahre. Fährst du mir hinterher, oder? Ja, ich werde jetzt mit der Herren nach Polen stecken. Okay.